herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Focus on You, dem Podcast für FotografInnen. Du lernst hier, wie du dein Fotografie-Business langfristig erfolgreich aufbaust und deine Leidenschaft zum Beruf machst. Und hier ist dein Host Markus Reichel. Yes, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin Markus, der Gründer von Scrapbook, der Online-Galerie für People-Fotografen. Und mein heutiger Gast im Podcast ist Dennis vom Fotostudio Little Moments. Und wir sprechen über ein richtig cooles Thema, und zwar, wie man das perfekte Kundenerlebnis erzeugt. Dennis hat sich auf die natürliche Babyfotografie spezialisiert und ist noch als Coach für Fotografen tätig. Ich würde sagen, wir starten wie immer direkt in den Entweder-Oder-Frageteil. Bist du bereit, Dennis? Ja, sehr gerne. Und herzlichen Dank für die Einladung hier. Ich freue mich mega. Cool, dass du da bist. Instagram oder Facebook? Ah, Instagram. Jeans oder Jogginghose? Zu Hause Jogginghose, auf Arbeit lieber Jeans. Kurzurlaub oder Weltreise? Oh, Weltreise. Mit der Sonne oder gegen die Sonne fotografieren? Gegen die Sonne. Offene oder geschlossene Blende? Na, offene natürlich. Yes. Ja, sehr cool. Dann erzähl doch gerne mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du? Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, aber stell dich mal gerne unseren Zuhörern vor. Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin der Dennis und habe vor 12 Jahren mein Fotografiegewerbe gestartet, habe dann so ein bisschen vor mich rumgedümpelt, viel ausprobiert und erstmal mich finden müssen. Und dann habe ich 2015 Little Moments gegründet und habe hier direkt in Neumünster, wir haben so 60.000, 70.000 Seelen hier, habe ich dann ein Studio gegründet und habe mich dann auch direkt auf die Baby- und Schwangerschaftsfotografie spezialisiert. Ja, seitdem fotografiere ich oder darf ich fast jeden Tag Babys und Schwangere fotografieren. Wir haben sogar ein kleines Team. Ich habe eine Auszubildende mittlerweile. Hätte ich auch nicht gedacht vor 10 Jahren, wenn mir das einer mal erzählt hätte. Da hätte ich wahrscheinlich noch geschmunzelt. Aber ja, ist alles möglich. Genau, und ich habe selber auch 2 Kinder. Also ich weiß immer genau, was Eltern hier dann immer so für Sorgen und Wünsche haben. Und seit einem Jahr studiere ich dann, studieren ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mache einen Studiengang im Bereich Psychologie, im Bereich psychologischen Berater. Und da habe ich dann einige Sachen natürlich dann erfahren, mitbekommen und habe das sehr gut auf mein eigenes Studio, Fotografie-Business adaptieren können. Und dadurch sind die Sachen entstanden, die ich gerne hier heute teilen möchte. Ja. Ja, sehr cool. Ja, wir haben uns im Vorfeld ja schon so ein bisschen ausgetauscht, worum es heute gehen soll. Und das fand ich besonders cool, weil du das halt auch in deinem Studio richtig mit einem Plan machst, kann man ja schon sagen. Da auch sehr gut auf den einzelnen Kunden eingehen kannst. Weil das ist ja durchgeplant von der Kontaktaufnahme bis zum Shooting-Termin, was passiert. Und jetzt finde ich super spannend, gerade auch für Leute, die am Anfang stehen, die gar keine Ahnung haben, ja, wie mache ich das denn alles? Das geht ja bei dir schon mit der Kontaktaufnahme los. Wie funktioniert das? Also an erster Stelle finde ich es immer wichtig, sich da irgendwie eine Struktur zu schaffen und da nicht einfach blindlings sich da reinzustürzen, sondern schon so ein bisschen einfach vorbereitet zu sein. Ich finde, dann hat man mehr Freiraum für dann spontane Sachen. Und ich finde, am Ende, also immer das Endziel ist ja eigentlich, wir wollen wunderschöne Momente für unsere Kunden kreieren, und ich ratter das immer gerne nach hinten runter. Und was brauchen wir? Und das Erste ist natürlich Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen unserer Kunden, damit sie sich wohlfühlen und dann sich entsprechend öffnen und dann die Emotionen freigeben, damit wir sie halt festhalten können. Und das schaffen wir nur, indem wir gleiche Sachen haben, Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten schaffen wir aber auch nur, wenn wir wissen, was haben wir denn gemeinsam. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir als Fotografen auch wissen, wer kommt da überhaupt ins Studio, damit wir entsprechend Anker finden können, womit wir dann unsere Gemeinsamkeiten zusammensetzen können. Ne? Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ja, es fängt halt wirklich schon bei der Kontaktaufnahme an. Ne? Da kann man schon sehr gut ansetzen, wenn die Kunden uns eine E-Mail schicken. In der Regel ist es ja, wir haben irgendwie ein Kontaktformular auf unserer Internetseite, sei es nun Baby, Schwangerschaftsfotografie, Familienfotografie, Hochzeiten.
Und man bekommt jetzt diese typische E-Mail, hey, liebes Fotostudio, oder vielleicht wird man auch sogar mal mit Namen angesprochen, hey Dennis, uns haben deine Bilder gefallen, wie sind deine Preise, wann hast du Zeit? Das ist ja immer so eine typische Anfrage, die man dann bekommt. Und ich finde, da trennt sich schon oft die Spreu vom Weizen und das macht sehr viel aus, wie man sich jetzt meldet. Weil ich glaube, leider immer noch, das höre ich immer von vielen Fotografen, auch in meinen Coachings ist das immer so ein Aha-Moment, weil die meisten jetzt wirklich eine E-Mail zurückschicken und erstmal Preise losschicken. Und ich finde, da fehlt so ein bisschen das Persönliche, weil gerade, also im Studio findet ja eh die persönliche, der persönliche Kontakt statt. Und ich finde, warum sollte man das nicht auch gleich von Anfang an so mitnehmen? Und deswegen finde ich ein Telefongespräch immer sehr, sehr wertvoll. Denn wenn wir mit den Kunden telefonieren, können wir ganz viele Sachen schon vorher herausfinden, um halt den Kunden einzuschätzen, um das Gespräch ja auch ein Stück weit zu lenken, zum Beispiel auf den, ist ja immer so diese typische Situation, jetzt müssen wir den Preis nennen und jetzt wissen wir gar nicht, wie reagiert der Kunde da drauf. Aber auch da können wir drauf lenken. Wenn wir jetzt eine Preisliste per E-Mail schicken, dann ist es meistens so, dass die Kunden sich wirklich nur den Preis anschauen. Und wenn der nicht in das Budget passt, was der Kunde sich vorgestellt hat, dann sind wir oft raus. Aber wenn wir mit den Kunden telefonieren, dann können wir da halt viel besser drauf eingehen und können das Gespräch mehr auf den Inhalt, auf den Mehrwert lenken, den die Kunden davon haben, als auf den Preis. Und ja, ich finde, da kann man schon sehr gut ansetzen, ja. Das heißt, in dem Telefonat versuchst du dann mehr auf die, also auf das Ergebnis beim Kunden irgendwie den Kunden darauf hinzuweisen oder dem dahin zu lenken und zu zeigen, okay, was bekommst du danach? Und es geht nicht direkt um den Preis. Also die E-Mail kommt rein und dann wird der Kunde erstmal angerufen, sozusagen, oder? Ja, genau. Ja. Also die erste Regel, finde ich, ist immer wichtig. Der Erste, der zuerst kommt, mal zuerst. Das ist oft so. Also, weil wir, wenn wir die Ersten sind und uns schon schnell melden beim Kunden, oft ist wirklich so, dass ich Zeit habe. Morgens um 9 komme ich ins Studio, öffne meine E-Mails, dann habe ich meistens morgens gleich ein Newborn-Shooting und in der Mittagszeit, manchmal sogar morgens noch, rufe ich dann direkt an. Und bin dann oft der Erste, der sich gemeldet hat. Und jetzt ist es immer so, wenn wir die Ersten sind, die sich beim Kunden melden, dann setzen wir die Benchmark. Das heißt, alles andere, also alles, was wir sagen, was wir in unserem Paket, in unserer Dienstleistung drinne haben, ist quasi die Richtlinie. Und wenn jetzt andere Fotografen, Fotografinnen kommen und irgendwas von diesen Sachen eventuell nicht erfüllen, kann es sein, dass der Kunde wieder auf uns zurückkommt, wenn dann nicht sogar schon beim ersten Telefonat, weil wir die Ersten sind, gleich schon bucht und die anderen dann beim nächsten Mal, wenn sie dann sich später melden, eigentlich schon abgeschmettert werden. Und ja, ich habe schon jemanden gefunden, hat sich schon erledigt, ist es dann ja oft, ne? Und ja, ich finde, dieses typische Marketing ist ja immer, wir müssen eine Bedarfsanalyse machen. Das ist ja immer dieses kalte, ja, unpersönliche Wort, aber da ist schon viel dran. Also wir können ja, wenn wir den Kunden anrufen jetzt, müssen wir ja erstmal herausfinden, was will der überhaupt von uns und ist das überhaupt ein Kunde, der uns zu uns passt? Wir hören es ja immer alles, ja, so ein Modewort, Traumkunden, aber das können wir mit so einem Telefongespräch super filtern, indem wir erstmal ganz viele Fragen stellen, ne? So, und da fange ich eigentlich immer mit so grundlegenden, also wir haben da tatsächlich hier im Studio richtig einen Telefonleitfaden, weil ja auch meine Auszubildende ja auch mal Telefongespräche führt und dass wir alle immer das Gleiche ungefähr sagen und dass hier so einen gewissen Standard hat, haben wir halt einen Telefonleitfaden. Und ja, da ist immer wichtig, sich, finde ich, erstmal bei den Kunden zu bedanken, dass sie sich überhaupt gemeldet haben. Das macht schon richtig viel aus, weil da können wir wirklich dankbar sein, weil es gibt viele tolle Fotografen da draußen und wir können wirklich froh sein, dass wir mit unserem Marketing die Kunden erreicht haben. Und gleichzeitig sage ich aber auch, hey, danke, dass du uns gefunden hast, aber damit hast du auch genau die richtigen gefunden, denn wir sind darauf spezialisiert. Also man darf ja auch gerne sich dann in dem Moment ja auch als Spezialist darstellen, ist ja auch nicht gelogen, ne? Also schlimm wäre, wenn wir jetzt sagen, wir sind, hey, du hast hier einer der Besten gefunden, das wäre vielleicht ein bisschen too much, aber wir sind darauf spezialisiert, ist ja nichts Verwerfliches dran, es ist ja wahr, wenn wir eine Nische haben, ne? Klar. Und ja, und dann frage ich erstmal viel, ne? Hey, wenn es jetzt um klassisches Newborn-Shooting geht, ist das Baby schon da?
Wenn ja, dann beglückwünsche ich dann erstmal die Kunden, frage erstmal, hey, ist Mädchen oder Junge, versuche irgendwie ein bisschen Lockerheit in das Gespräch zu bringen, weil die Kunden jetzt natürlich irgendwie so ein, ja, jetzt geht's hier um Preis und jetzt muss ich gleich Ja sagen oder Nein. Und somit lockere ich das halt schon so ein bisschen auf, ne, indem ich ja erstmal so grundlegende Fragen stelle. Und dann geht's um das reine Shooting. Was haben die Kunden sich vorgestellt? Wollen die ins Studio kommen? Soll ich zu den Kunden nach Hause kommen? Wie viele Leute sind überhaupt da? Gibt es schon Geschwister? Ist der Papa mit dabei? Haben die ein Haustier? Wenn ich jetzt zu denen nach Hause komme, ist es da zum Beispiel auch, dass ich ein Haustier erwarte, wo ich mir schon mal Gedanken im Vorwege machen kann, wie kann ich mir da Fotos zum Beispiel schon mal zusammensuchen mit Haustieren oder kommen die eventuell mit ins Studio, wenn man das selber dann anbietet, dass man Haustiere auch annimmt, dann im Studio. Gibt ja einige Fotografen, die sagen, nee, Tiere kommen hier nicht rein, ich bin da immer recht locker, wir haben eine Reinigungskraft hier, das passt alles. Aber so eine Sachen, ja, dann wollt ihr raus oder rein, ne? Beim Schwangerschaftsshooting, wollt ihr Studiofotos oder wollt ihr raus in die Natur, wollt ihr bei euch zu Hause, na, also erstmal so grundlegende Sachen. Und ich finde, da erfährt man schon ganz viel über die Kunden, ja, wenn man, weil dann fangen die auch zu erzählen, ja, mein kleiner Sohn kommt mit und der ist schon ganz stolz und der ist jetzt großer Bruder und klar, der große Wuff, der muss auch unbedingt mit und Papa hat da nicht so Bock drauf, der ist immer nicht so fotogen. Na, da kommen ja so typische Sachen, die da, wo man immer so ein bisschen erzählen kann. Und ja, da findet man schon ganz viel über die Kunden heraus und kann dann gucken, okay, passt meine Art, meine Dienstleistung überhaupt zu dem, was die Kunden sich da jetzt wünscht? Kann ich das erfüllen? Ja oder nein? Ja, super, dann machen wir einen Termin. Nein, dann muss ich vielleicht auch so ehrlich sein und sagen, hey, ich kann dir gar nicht das bieten. Jetzt, wenn ich, also bei mir ist es jetzt natürliche Fotografie. Jetzt habe ich vielleicht eine Kundin, die wir da ganz viel mit High-End-Posings und wilde, bunte Farben. Da weiß ich schon mal, oh nee, die ist bei mir ja eigentlich total unglücklich, schicke ich die doch lieber mal zu der Kollegin, die ja auch im Ort dann eher dazu passt, ne? Sowas ist immer positiv und genau, das so grundlegende Sachen am Anfang, ja. Und wie lange dauert so ein Telefonat dann im Schnitt? Weißt du das? Fünf Minuten vielleicht, 10 Minuten, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, genau. Ja, weil das ist ja schon, finde ich das ziemlich spannend, weil ich kann mir vorstellen, in diesen 5 Minuten, wo man auch ein bisschen so eine Beziehung aufbaut, werden viel mehr Leute, die du am Telefon hattest, auch die Kunden, als hättest du einfach nur die Preise rausgeschickt, ja. Oder? Also, ja. Weiß nicht, hast du es vielleicht vorher mal so gemacht und kannst es irgendwie vergleichen oder kennst es von anderen, wie da so die, ja, man sagt ja Conversion Rate, ich will aber sagen irgendwie so, ne, wie viele von Anfragen werden zu Kunden so prozentual, ne? Das ist ja schon irgendwo bestimmt ein großer Unterschied, kann ich mir vorstellen, ja. Das stimmt. Früher habe ich auch, als ich es noch nicht besser wusste und das noch nicht herausgefunden habe, habe ich natürlich auch ganz viel erstmal E-Mails rausgeschickt. Oft kam dann einfach nicht mal mehr eine Nachricht, ne? Dann hat man eventuell mal 1-2 Tage den Termin blockiert und dann kam immer nie eine Nachricht zurück. Und ja, also seit ich anrufe, also das mache ich schon seit 3-4 Jahren, mache ich das so, ist auf jeden Fall die, ich sage jetzt mal ganz grob, so die Umwandlungsquote von Anfrage zu festen Terminen ist schon auf jeden Fall deutlich höher geworden. Also ja, auf jeden Fall, das merkt man schon, ja. Ja, cool. Ja, das ist ja auch so, auch was ich wichtig finde, dieses zu schauen, passen die Erwartungen des Kunden zu meiner Leistung, kann ich das überhaupt abbilden? Also da sind wir wieder bei dem coolen Wort Traumkunden, aber es ist ja wirklich so, wenn man jemanden hat, der überhaupt irgendwie etwas möchte, was man selber ungern macht, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich auch nicht so gut und dann hat man nicht, dann kriegt der Kunde nicht das, was man möchte und man kann selber auch nicht seine 100% geben sozusagen und es ist natürlich schon cool, wenn man das vorher herausfindet. Ja, genau. Ja. Gibt es noch irgendwas Cooles, was du jetzt sagst, okay, bei der Kontaktaufnahme, das ist noch so, was ich noch wichtig finde oder wie gibt es da noch irgendwas? Also den Preis dann natürlich auch zu nennen. Ne? Ich mache es meistens so, dass ich gar nicht auf die Frage warte, sondern ich nehme die Frage einfach vorweg und sage es von mir selber aus. Und ich mache es immer so, also viele Coaches da draußen sagen immer, nenn den Preis zum Schluss. Ich glaube, das ist einfach
Ansichtssache. Ich bin immer ein Fan davon, den Preis ganz am Anfang zu sagen. Also wenn ich die typische Bedarfsanalyse gemacht habe, ein bisschen Smalltalk, dann sage ich, leite ich das immer so ein bisschen ein. So, jetzt haben wir schon ganz viel gequatscht. Und jetzt möchtest du ja natürlich wissen, was das kostet. Klar, man muss ja schon immer seine Finanzen so ein bisschen auch im Griff haben. Und dann sage ich immer, du, ist einfach ganz locker, bei uns kostet das 299 Euro. Und dann lenke ich eigentlich dieses Gespräch sofort auf den Inhalt. Also ich versuche auch gar nicht, dem Preis so viel Gewicht zu geben, weil der ist fest, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und ich versuche dann gleich zu erklären, was alles in diesem Shooting drin ist. Und ich finde, da gehören auch wirklich so ganz banale Sachen rein. Für uns Babyfotografen ist es vielleicht völlig normal, dass wir einen Wickeltisch haben, dass wir sogar Windeln vielleicht im Studio haben, einen Windeleimer, dass wir eine Couch haben. Aber für die Kunden ist es vielleicht nicht selbstverständlich. Aber das sind so Sachen, die uns ja wieder so ein bisschen als Spezialist mehr hervorheben, wenn ich den Kunden dann sage, du, 299 Euro kostet das Grundpaket, das Shooting, und das Shooting dauert bei uns so lange, wie es dauert. Wir haben sogar einen eigenen Raum für euch mit Wickeltisch und so. Ach ja, das ist ja schön. Ach, das ist ja, ja, da merkt man, dass ihr vom Fach seid. So eine Sachen hört man dann oft wirklich auch dabei, und das hebt ja nur die eigene Kompetenz und bestätigt die Kunden immer mehr, dass sie halt an der richtigen Stelle sind, ne? Und für uns sind das so banale Sachen. Das ist selbstverständlich, dass wir als Babyfotografen irgendwo, wenn wir ein Studio haben, irgendwo auch eine Couch und einen Wickeltisch haben. Oder auf jeden Fall bequeme Möbel und einen Wickeltisch, irgendwo eine Wickelmöglichkeit, ne? Aber für die Kunden ist es vielleicht nicht normal, weil die haben eventuell so Fotoerlebnisse im Kopf, die sie vielleicht gar nicht mit uns vergleichen können. So mit typischen Studiogängen, wo man da irgendwie mit der Familie hinfährt, dann setzt man sich da vorne marmorierte graue Wand und dann macht man da irgendwie 5 Fotos mit der achtköpfigen Familie. So eine Sachen haben die ja teilweise im Kopf. Und da müssen wir sie erstmal drauf bringen, dass das bei uns eigentlich komplett anders läuft, ne? Genau. Ja, das mit dem Preis sehe ich genauso, weil wenn man sich mal so überlegt, man hätte jetzt 5 Minuten lang geredet und am Ende sagt man, und das kostet 299 Euro. Ja. Und dann ist Stille. Ja, genau. Ja. Und das ist halt auch so, das ist irgendwie, finde ich cool, dass du ganz proaktiv einfach hingesagt hast, das ist der Preis und das ist mit drin, weil dann kann man auch viel mehr so den Preis mit dieser Leistung verknüpfen und hat nicht alles schon wieder vergessen, was du 5 Minuten lang mit dem Kunden erzählt hast und dann so, bumm, oh, das kostet 299. So, das, ja, finde ich auch richtig coole Sache. Ja, dann sagt der Kunde ja oder nein. Dann machst du mit ihm einen Termin aus. Geht das direkt am Telefon oder macht ihr das irgendwie über so, gibt ja auch viele, die machen diese Terminbuchungen über irgendwelche Tools oder so. Wie läuft das bei euch ab? Kann man natürlich auch machen über Calendly zum Beispiel, dann schickt man einen Link eventuell. Ich finde aber, da ist immer dann wieder eine Hürde. Wenn ich jetzt einen Link schicke, dann habe ich wieder die Situation, dass der Kunde jetzt wieder aktiv werden muss und eventuell das vergisst, weil Baby hat gerade die Windel voll und dann hat sie es nicht geschafft, dann geriet es aus dem Kopf und dann eventuell kriegt sie dann Gutschein von der Familie, von anderen Fotografen und schwupps sind wir raus, ne? Deswegen bin ich immer so ein Fan davon, man sagt ja immer so typisch den Sack zumachen. Also ich bin dann wirklich dann auch sehr aktiv und sag so, ja, ich höre ja gerade, das passt bei dir. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass wir richtig coole Ergebnisse hinbekommen, dass wir ein schönes Shooting zusammen erleben. Wann hast du Zeit? Wollen wir schon einen Termin machen? Ne? Und dann meistens sagen sie direkt ja. Wenn der Preis doch nochmal so irgendwo eine Hürde ist, wo sie erstmal drüber überlegen müssen oder müssen sich eventuell auch erstmal da mit dem Partner absprechen, dann kommt auch oft der Einwand, ja, ich muss da erstmal mit meinem Mann drüber reden. Dann sage ich, du, ist kein Problem, lass uns doch aber schon mal einen Termin in den Kalender eintragen. Dann ist er schon mal blockiert, dann kann da kein anderer Kunde mehr was dran rütteln. Und wenn bei euch doch irgendwas dazwischen kommt oder ihr sagt, Mensch, das passt nicht, dann meldet ihr euch einfach und dann können wir den auch stornieren oder verschieben. Ne? Das ist kein Problem. Und meistens ist es dann wirklich so, sobald es im Kalender ist, ist es in der Regel auch fest. Ja, sehr cool. Ja, wenn die Kunden jetzt aber sagen, nee, ich möchte das erst, dann lasse ich sie auch. Also dann gehe ich da jetzt nicht noch drauf ein und sage, nee, du musst jetzt hier einen Termin machen. Sondern ich sage einfach, du, pass auf, dann melde dich doch einfach bis morgen. Wann siehst du deinen Schatzi? Heute Abend, jo, alles klar. Dann warte ich bis morgen, dann blockiere ich den Tag nochmal für euch. Wenn ich bis morgen aber nichts von euch höre, dann gebe ich den wieder frei. Wollen wir das so machen? Dann ist da so eine kleine Deadline dahinter, ich muss jetzt da irgendwie reagieren und dann so eine kleine Verbindlichkeit ist dabei, genau, das Wort fiel mir nicht ein. Ja.
Finde ich auch sehr gut, dass man, dass der Kunde da auch sich zurückmelden muss, weil nicht, dass man halt ewig wartet und du weißt ja auch nicht, was ist denn jetzt, ne? Und ja, dann immer ja, genau. Das nachhaken müssen, ja. Sehr cool. Ja, also Kontaktaufnahme schon gar nicht mal so, ich sage, ist schon einfach, aber es hat schon einen gewissen Plan und alles dahinter, dass da gibt es so viele Sachen, die man beachten kann. Mhm. Wie sieht's denn jetzt aus bei dir im nächsten Schritt? Mhm. Ist es dann direkt so, ach, da ist das Shooting und dann macht man einfach sein Ding oder gibt es dann noch etwas, was du vielleicht sogar vor dem Shooting noch machst? Also was ich dann mache, ist, sobald wir dann den Termin im Kalender haben, also wir arbeiten mit Kreativmanagement, das ist so eine Art CRM für Fotografen und da kann man ganz viel mit Workflows und auch Fragebögen antworten, arbeiten meine ich. Und da ist es immer so, dass wir dann also ich mag gerne, dass der Kunde noch mal etwas ausfüllen muss, damit ich einfach besser vorbereitet bin. Weil je besser ich vorbereitet bin auf das Shooting, desto angenehmer läuft es. Ich kann mich viel besser auf die Kunden einschießen. Und deswegen schicken wir noch mal einen Fragebogen. So einen verbindlichen Fragebogen, quasi so eine Termin Bestätigung. Ne? Das heißt, ich trage dann die E-Mail alles bei mir im System ein, dann kriegen die Kunden quasi automatisch von diesem Kreativmanagementsystem dann einen Fragebogen zugesendet. Den füllen die dann online aus und da sind so grundlegende Fragen. Erstmal, wer kommt überhaupt? Ne? Also wie sind die ganzen Namen? Wie heißen die Geschwisterchen? Wie alt sind die? Worauf stehen die so? Der kleine Luis, 5 Jahre alt, mag Feuerwehrmann Sam und Pepper Woods. Ne? Dann ist vielleicht sehr schüchtern. Das sind so wichtige Sachen, die ich gerne erfahre, weil dann weiß ich, dass ich, wenn die reinkommen, dass ich dann nicht nur so drauf los schieße, sondern den Luis dann erstmal hier so ein bisschen ankommen lasse und ein bisschen Abstand einnehme. Ne? Hab aber dann schon coole Sachen, mit denen ich ansetzen kann, so Pepper Woods oder, ne? Ich habe ja meine beiden Kids auch zu Hause und kenne das alles, ne? Und das ist einfach so Dinge, mit denen ich dann gut spielen kann. Und einfach besser vorbereitet bin. Ne? Dann so grundlegende Fragen, wie habt ihr euch kennengelernt, was macht ihr beruflich, was ist euch besonders wichtig bei einem Shooting, gibt es noch Fragen zum Beispiel und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, okay, warum muss jetzt ein Fotograf wissen, wie man sich kennengelernt hat? Mir geht es tatsächlich gar nicht darum, was die da reinschreiben, mir geht eigentlich eher darum, dass sie es ausfüllen, weil wenn sie es nicht ausfüllen, sagt mir das auch schon sehr viel. Dann eventuell habe ich vielleicht so ein bisschen introvertierte Menschen, die vielleicht so ein bisschen, ich muss erstmal warm werden. Wenn die aber da jetzt eine riesen Story reinschreiben mit irgendwie so einem 5-Zeiler, wie sie sich kennengelernt haben, dann weiß ich schon mal, okay, die sind vielleicht ein bisschen lockerer, da kannst du auch ein bisschen entspannter rangehen, da kannst du auch mal einen lockeren Spruch lassen oder so, ne? Ich bin da einfach viel besser vorbereitet. Dann so eine Powerfrage ist wirklich, was ist euch besonders wichtig? Da kommt in der Regel immer ganz viel. Worauf ich dann Kunden auch wirklich so ein bisschen in die einzelnen Persönlichkeitstypen, da können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, schon mal so ein bisschen reinsetzen kann. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, ja, mir sind Fotos von der Familie sehr wichtig, dass wir da nicht so gestellte Fotos machen, sondern eher schöne Familien oder echte Familienporträts. Mir ist wichtig, dass mit Papa auf jeden Fall ein Foto gemacht wird. Das sind so Sachen, die ich schon mal im Hinterkopf habe und die ich unbedingt auch im Shooting dann abfrühstücke, damit sie dann auch wirklich alle Wünsche erfüllt haben, weil wenn ich davon jetzt was unerfüllt lasse, dann wirkt das eventuell immer so ein bisschen negativ nachher, ne? Und deswegen ist das immer wichtig, dass ich da so ein paar grundlegende Fragen beantwortet bekomme. Dann natürlich da auch schon so Fragen, darf ich die Bilder veröffentlichen? Ja, nein. Da kann man DSGVO auch gleich schon mit abfrühstücken, dass man da gleich die DSGVO-Bestimmung mit abhakt in so einem Fragebogen. Und wenn die mir das dann ausgefüllt haben, dann kommt erst die Shooting-Bestätigung. Quasi dann kommt wirklich eine weitere E-Mail oder nochmal die Bestätigung ist, wo es hingeht, welche Uhrzeit, Datum und nochmal ein Link zu unserer Infoseite. Da haben wir dann nochmal die Preise hinterlegt und ein Infovideo, wo ich nochmal erkläre, was sie alles so anziehen sollen, worauf sie achten sollen. Genau, ja, dass sie da gut abgeholt sind. Ne? Sehr cool. Ja, du hast gerade schon kurz angesprochen, die Infos ist nicht gerade so wichtig, was da drin steht. Und weil dir das hilft, es in diese 4 Persönlichkeitstypen einzuordnen. Mhm. Kannst du da nochmal kurz was zu erzählen, was das genau ist, wer diese 4 sind? Ja. Also in der Psychologie gibt es quasi die sogenannte Limbic Map. Und das bedeutet, dass es in der Regel 4
vier Persönlichkeitstypen gibt, wo man Menschen schon mal so ein bisschen einordnen kann. Unabhängig davon, ob sie intro- oder extrovertiert sind, was so die eigenen Denkweisen angeht, Glaubenssätze eventuell, Berufe spielen da auch sehr stark rein. Und es ist nicht so, dass wir immer nur in eine Persönlichkeitsrichtung passen, sondern oft ist es eine Mischung, aber jeder hat immer so eine starke Tendenz zu einen. Und da, das kann man auch mal googeln, Limbic Map, da gibt es ganz coole Grafiken auch zu. Und ja, nehmen wir mal so typischerweise, ich nenne das immer gerne mit den Berufen, deswegen ist mir es wichtig, dass die Kunden ihre Berufe da in den Fragebogen eintragen. Und jetzt haben wir zum Beispiel diese typische Verwaltungsangestellte, die bekommt in der Limbic Map, bekommt die Farbe Blau und ist eher so die Sicherheitsbedürftige. Und die Sicherheitsbedürftige, die legt sehr viel Wert auf Struktur, auf finanzielle Sicherheit, auf mehrfach Geprüftes. Ne? Also da geht es viel um Sicherheit, um Struktur, um nicht Neues, sondern wirklich Sachen, die schon tausendmal gemacht wurden, die mehrfach erprobt sind. Ne? Das wäre eine Richtung. Dann haben wir die grüne Seite. Das wäre dann quasi die gemeinschaftliche. Das wäre dann zum Beispiel die typische Erzieherin, ne? Also eine Mama, die zum Beispiel selber auch Erzieher oder Erzieherin ist oder in der Pflege arbeitet. Das sind so Menschen, denen familiärer Umfang, also menschlicher Umgang sehr wichtig ist. Da steht Familie sehr groß im Vordergrund, Freundschaft, Zusammenhalt, Loyalität zum Beispiel. Das kann man auch tatsächlich auch ein bisschen ins Blaue, in die Sicherheit mit reinnehmen. Aber es sind so Menschen, denen halt familiäre Werte, Zusammengehörigkeit, eine Zuordnung halt auch wichtig sind. Dann haben wir die Gelben, das sind so die Innovativen, das wäre so diese typische Surflehrerin oder die Fotografin eventuell, die Grafikerin, da so ein bisschen mehr abenteuerlustig sind. Denen ist vielleicht Sicherheit gar nicht so wichtig, da geht es mehr um Selbstverwirklichung, Abenteuer, um Neues, Innovatives, ne? Die haben vielleicht sind auch so Gimmick-Freunde, Technik-Nerds vielleicht auch so ein bisschen, ne, die tragen vielleicht auch eine Sportuhr, die vielleicht auch so trackt und sowas, eine Apple Watch zum Beispiel ist ein starkes Indiz dafür. Ja, dann haben wir den Roten, das ist so der Dominante oder die Dominante, das wäre so, ja, tatsächlich so eine Unternehmerin, eine Verkäuferin eventuell, da passt das auch sehr gut rein. Oder vielleicht ja auch eine, die selbstständig ist eventuell, die sich da auch so ein bisschen sich mit sich selber eine Challenge zum Beispiel hat, die immer überall eine Herausforderung braucht, wo materielle Dinge sehr, sehr wichtig sind. Die würde jetzt vielleicht schon eine Apple Watch tragen, weil es halt cool aussieht und weil das ihren Status eventuell, oder sie geht davon aus, dass es ihren Status hebt. Und das sind so Menschen, die brauchen halt immer ein dominantes Verhalten eventuell, müssen immer die Führung übernehmen. Ne? So, und da ist jetzt immer die Frage, wie können wir das jetzt auf unsere Kunden so ein bisschen adaptieren? Und da kommen wir schon so ein bisschen dann in den Shooting-Tag rein. Dass wenn die Kunden hier, also bei uns typischerweise ins Studio kommen, wir haben hier vorne zum Beispiel Parkplätze, wo wir dann auch direkt sehen, mit welchen Autos kommen die Kunden, und das sagt auch schon sehr viel. Nehmen wir mal an, der Papa ist jetzt vom Beruf her Polizist, ist ja typisch, also ne, oder Verwaltungsangestellter oder Bundeswehrsoldat, haben wir auch manchmal hier, dass wir auch mal einen Soldat oder so da haben, und er kommt jetzt so ganz plakativ mit einem 4er BMW oder 5er BMW vorgefahren, ne? Ein Fünftürer, Leichtmetallic-Felgen, tiefer gelegt, ne, und so all diesen Schnickschnack, dann weiß ich jetzt schon aufgrund des Berufes und das Auto, dass er irgendwo sehr, sehr blau und rot angehaucht ist. Also, dass er sehr viel Struktur, bei dem es halt diese Struktur aufgrund des Berufes natürlich ja auch Polizist und eventuell dann ja auch ein bisschen ins Rote, weil, ne, materielle Werte, das große, dicke Auto sehr wichtig ist, ne, und ja, da ist immer die Frage, wie kann ich dann nachher das mein Wording darauf konzentrieren, wenn ich halt diese Kunden hier habe, ne? Und nehmen wir mal halt mal diesen Papa, und ich habe den hier zum Beispiel beim Bildauswahltermin. Wir machen ja im Studio IPS, In-Person Sale. Und jetzt habe ich da den Papa, der Polizist ist, mit seinem 5er BMW.
Und ja, den möchte ich jetzt, ich sehe jetzt vielleicht, dass er das Auge wirft auf unseren Holzdruck. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, hey, schau mal, ich sehe ja, der Holzdruck gefällt dir. Nun stell dir mal vor, der hängt bei dir an der Wand. Was die Leute, die Familie alle sagen würden, wenn das große Ding da an der Wand hängt, das macht schon richtig Eindruck, ne? Genau. Wenn ich jetzt aber so einen grünen Menschen habe, also einer, der sehr viel Wert auf familiäre, also auf Familie legt, da könnte ich zum Beispiel sagen, hey, der Holzdruck, schau mal, und jetzt stell dir mal dieses schöne große Familienfoto vor, wo ihr da wirklich als Familie an der Wand hängt und ihr geht da jeden Tag dran vorbei und seht, wie ihr da richtig schön als Familie zusammenhängt und so, ne? Das sind alles so Sachen, die man gut dann damit einbinden kann, ne? Ja, genau. Mega und wenn man das erstmal so ein bisschen, da muss man sich halt hier in der Podcast-Folge, kann ich das alles gar nicht so detailliert erklären, da muss man sich wirklich, also schnuppert da wirklich mal rein, Limbic Map einfach mal bei Google eingeben, ne? Das ist auch so Sachen wie ich beim Shooting, ne? Wenn ich jetzt den innovativen Menschen habe und hier kommt hier einer mit einem T2-Bulli, Bermuda-Shorts und Flipflops und Rasterlocken, glaub mir, hatte ich schon, deswegen sage ich das. Es klingt hier natürlich sehr plakativ, aber ich möchte natürlich, dass die Hörer hier das sich auch gut vorstellen können. Na, und jetzt kommt hier wirklich Papa rein mit den ganzen Sachen, da weiß ich, yeah, der ist voll locker, der will nicht so Sachen hören. Komm, lass uns mal das Foto machen, das haben wir schon tausendmal gemacht, das machen wir hier mit jedem. Das will der nicht hören, der will so Sachen hören wie, ey, wollen wir mal was Neues ausprobieren, ich habe da eine ganz coole Idee, hast du Lust? Ja, mega, ja, cool, was Neues ist mega, ne? Innovatives, so. Und das, wenn man das verstanden hat und da mal so ein bisschen sich vorher überlegt, wie kann ich meine Sätze eventuell wählen, wie kann ich gewisse Dinge quasi umsetzen mit den Kunden, dann macht das schon ganz, ganz viel, ja. Es kann eine Waffe sein, wenn man das verstanden hat. Ja, voll. Macht das, das passt eigentlich ein bisschen zu meiner Frage, weil macht das denn auch was aus oder kannst du auch schon so absehen, wie viel Geld dann jemand ausgibt? Weil ich, wie du schon gesagt hast, ihr habt ja In-Person-Sales, das heißt, ihr verkauft ja auch noch neben dem Basispaket noch zusätzliche Leistungen. Mhm. Hilft dir das dann auch dabei? Nicht unbedingt, glaube ich nicht, dass man, also vom Gefühl her würde ich sagen, dass das ganz, ganz unterschiedlich ist. Also ich täusche mich auch manchmal selber, dass ich hier Menschen habe, die, der typische kommt mit 5er BMW, ist Polizist. Und ich denke, ja, okay, Holzdruck hat er hier beim Shooting schon gesagt, dass er das cool findet. Und jetzt beim IPS lege ich natürlich den Fokus dann drauf, dass er den dann eventuell auch kauft. Ja, und am Ende ist es vielleicht doch einer, der knauserig ist und sagt, nö, das brauche ich doch nicht. Und das ist immer ganz, ich glaube, wichtig ist immer, dass man, und das ist wichtig ja beim ersten Kontaktgespräch, beim Telefongespräch, dass man das schon so ein bisschen herausfindet, was den Kunden so wichtig ist, ne? Und ich glaube schon, dass man mit dieser Art das Gespräch oder das Shooting quasi mehr in ein Event kreiert, also in ein Event umwandelt und dadurch auch Kunden dann bereiter sind, am Ende natürlich auch mehr Geld dazulassen, weil das andere ja, das führt ja alles zu der Kompetenzsteigerung, ne? Und wenn wir uns gut auf den Kunden einschießen und Sätze wählen, die der Kunde hören möchte, dann ist natürlich am Ende eventuell auch dann, dass das ein oder andere Produkt mehr gekauft wird, ne? Obwohl ich da immer sehr vorsichtig bin. Also man kann da natürlich sehr hart reingehen und ja, ein Stück weit schon in die Manipulation, wenn man das möchte. Da bin ich aber generell nicht so ein Fan von. Also es gibt ja mal diesen typischen Spruch, dass man einen Eskimo einen Kühlschrank verkaufen kann. Ich bin immer der Meinung, ich versuche immer ganz, ganz mit ganz, ganz starken Antennen herauszufinden, was mögen die Kunden und was mögen sie nicht. Und wenn ich etwas präsentiere und merke, oh nee, da ist eine starke Distanz und eine starke Ablehnung, nö, Fotobuch, da stehen wir gar nicht drauf, dann lasse ich davon auch weg. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da voll drauf eingehe und sage, hey, nee, hier das Fotobuch und bla 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 und ne, sondern ich gucke dann schon, dass die Kunden das bekommen, was sie sich auch vorstellen. Aber unterstützend mit halt, dass ich überlege, welche Sätze ich wähle, ja, aufgrund dieser vier Persönlichkeitstypen, ja. Ja, genau. Das ist also am Shooting-Termin selber, dass man da dem Kunden einfach ein super Gefühl gibt. Auch, ja, da geht ja auch die Folge drum, wie schaffe ich ein super Kundenerlebnis. Ja, genau. Und das ist, find mega cool, ja. Sollte auf jeden Fall im Vordergrund sein. Ich glaube, man sollte beim Shooting noch nicht an das Geldverdienen denken. Ich finde es generell auch eine
eine schwierige Sache, sein Business damit zu starten, indem man erstmal ans Geldverdienen denkt. Ich finde, es ist immer wichtig, diese Erkenntnisse zu nutzen, um einfach ein schönes Shooting-Erlebnis zu kreieren. Und ich denke, wenn das geschafft wurde, wenn man wirklich die Kunden hier mit einem fetten Grinsen nach Hause schickt und sie dann zum IPS-Termin oder zum Bildauswahltermin einlädt, glaube ich, dann kommt der Rest auch irgendwo von alleine, ne? Genau. Ja, ja, der voll. Ansatz, also ich muss. Genau, also das ist ja auch das beeindruckte Kunden empfehlen einen ja auch viel lieber weiter als nur so ein Standardtermin, wie du eben gesagt hast, setzt euch mal hier vor die Wand, ich mache mal 2, 3 Bilder und dann geht ihr wieder nach Hause. Aber wenn der Kunde so ein gutes Gefühl hat, weil der sich so heimisch bei dir gefühlt hat, dadurch, dass du ihn so gut abholst und so viel Infos hast, das macht das ja zu einem ganz anderen Erlebnis. Also finde ich mega spannend. Und so trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, denke ich. Also ne, da kann man richtig viel rausholen. Mhm. Wir hatten jetzt den Shooting-Termin. Was gibt's noch Cooles, was du sagen kannst jetzt, wenn es um Bildauswahl, um das IPS oder so geht? Also was passiert so nach dem Shooting? Wie endet das Ganze so? Mhm. Ja, also ich finde immer wichtig, dass man das Shooting halt nicht einfach abrupt beendet, sondern so ein bisschen auslaufen lässt. Also ich ist immer so, dass ich schon viele Fotos während des Shootings oft schon an der Kamera zeige, damit sie schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung die Fotos nachher gehen. Ich versuche auch da mal so ein bisschen so ein Statement der Kunden rauszulocken, indem ich einfach gucke, okay, passt passt das, was ich tue, zu deren Vorstellungen oder wenn ich jetzt ein Foto mache und ich sehe jetzt, oh, die Kundin mag das Kleid gar nicht und sie sagt, ja, nee, ich habe da irgendwie das und das, dann weiß ich schon, okay, ich muss vielleicht etwas ändern, ne? Also dass man so ein bisschen, ich finde immer wichtig, Fotos während des Shootings zu zeigen, um ein bisschen herauszufinden, ob das passt, was ich da tue, ne? Mhm. Genau. Und dann ist es so, wenn das Shooting vorbei ist, also ich lobe auch sehr viel beim Shooting, dass ich, wenn ich jetzt eine Schwangere zum Beispiel da habe, dass ich dann, wenn ich meine, das ist ein cooles Foto, dass ich auch wirklich mal ein Foto feiere und dann sage, oh, das ist geil geworden, schau mal, ne? Und dann hole ich mir da auch so ein bisschen das Statement ab, ne? Und so kann ich schon mal herausfinden, welche Fotos sie cool fanden. Es ist ja oft so, dass auch Pausen entstehen bei so einem Shooting und ich nutze diese Pausen auch wirklich oft, um dann wirklich hier in mein System reinzugehen und mir diese Notizen aufzuschreiben. Hey, fand das Foto ganz cool. Weil das sind so Sachen, die ich dann beim IPS wieder mit aufgreife und das Foto dann gerade auf dem Bildschirm erscheint, wo ich dann sagen kann, hey, guck mal, das fandst du beim Shooting ja so cool, ne? Das dann, weil dann würde sie sich selber widersprechen, wenn sie da jetzt Nein sagen würde. Also sagt sie in der Regel dann auch Ja zu diesem Foto. Ne? Und da mache ich mir schon viele Notizen. Ich finde, gerade beim Newborn-Shootings ist es sehr wichtig, die Kunden dann nicht einfach so rauszuschmeißen, sondern ich sage auch, Mensch, zieht euch da in Ruhe wieder um und an. Ihr könnt auch gerne nochmal das Baby nochmal stillen, wenn ihr wollt. Ihr braucht jetzt hier nicht fluchtartig das Studio verlassen, sondern lasst euch Zeit. Wichtig finde ich auch da, dass man sich wirklich Zeit einplant für Shooting und nicht vielleicht von einem Termin in den nächsten hetzt, sondern wirklich ein bisschen Puffer lässt, um einfach so eine Sachen dann mit quasi zu einzukalkulieren einfach, ne, damit man da die Zeit hat. Ja, und dann oft entsteht nach dem Shooting noch eine kleine Smalltalk-Runde, wo man noch so ein bisschen die nächsten Schritte bespricht, dann eventuell kommen noch mal so ein paar Smalltalk-Sachen einfach, wo man im Shooting irgendwie drauf gekommen ist, ne. Ich finde auch wichtig, sich vor dem Shooting noch mal so ein bisschen Infos einzuholen, wer kommt da jetzt ins Studio, nicht nur anhand des Fragebogens, sondern eventuell auch mal auf Facebook zu gucken und die Kunden einfach mal zu stalken, ne? Weil wir haben ja den Namen, wir haben ja auch den Nachnamen, wenn der Kunde dann wirklich bucht, und dann mal zu schauen, okay, finde ich den auf Google, Facebook, finde ich den auf Instagram, und Mensch, was gibt der da dann da überhaupt preis, ne? Wo kann ich denn eventuell ansetzen, ne? Jetzt ist der Papa zum Beispiel, der war vor 5 Jahren hier in Wacken zum Beispiel, das ist hier so ein Rockfestival, hey cool, ich war auch mal in Wacken auf dem Festival, da habe ich doch gleich schon mal was, womit ich mit den Kunden drüber reden kann. Und da bin ich auch immer ganz ehrlich, du Martin, sag mal, ich habe bei dir bei Facebook gesehen, ich gucke ja immer
gerne, wer ins Studio kommt. Das ist ja nicht schlimm. Es zeigt ja nur, dass wir Interesse haben. Ne? Ja. Und dann sage ich, du, ich habe gesehen, du warst da vor 5 Jahren warst du in Wacken. Ich war auch in Wacken. Erzähl mal, wie fandst du es? Welche Band fandst du cool? Und schon fängt man an zu reden. Das Gespräch wird einfach lockerer. Das Shooting wird lockerer. Und schon hat man irgendwo was, was man ansetzen kann. Ne? Ja. Was man als Babyfotograf immer hat zum Smalltalk, ist eventuell eigene Kinder. Die meisten Babyfotografen haben selber ja auch eigene Kinder. Und das ist ja auch etwas, woran man selber ansetzen kann. Ne? Das vielleicht auch in so einem Shooting mal erwähnen. Ja, du, ich kenne das. Ich habe ja selber auch 2 kleine Jungs. Ne? Ach ja, und wie alt sind die? Und schon fängt man an zu reden. Ja, die sind in der Schule. Und ach ja, unser kommt auch nächstes Jahr in die Schule. Und schon geht das los. Und alles führt dann dazu, dass es am Ende lockerer ist. Ne? Und all diese Sachen zusammen mit dem entspannten Entlassen der Kunden und quasi in die Vorfreude schicken, wir ist auch immer so, wir haben so einen kleinen Canon-Selfie-Drucker und suchen uns schon mal schnell bei Lightroom während des Imports schon mal ein Foto raus, meistens ein Geschwisterfoto, und drucken schon mal eins hier und übergeben das an die Kunden. Wow. Ja. Und dann haben sie schon mal so ein kleines Giveaway quasi und freuen sich darüber. Und oft ist es dann so, dass wir direkt nach dem Shooting eine Stunde später oft schon eine Bewertung auf Google haben, obwohl sie die Bilder final noch nicht mal gesehen haben. Mega. Kommt auch ab und zu vor, dass das dann passiert. Und ja, ich glaube, dieses einfach entspannte Entlassen und dieses, dass man einfach sich auf die Kunden einlässt und sich ausreichend vorbereitet. Weil je vorbereiteter ich bin, desto entspannter oder desto mehr Zeit habe ich für diese ganzen Zwischensachen. Ne? Und es ist ja eine persönliche Art von Fotografie. Und warum darf das Shooting nicht auch ein persönliches Event werden, ne? Ja, voll. Also mega, mega spannend auch das Ende, dass man nochmal da sowas mitgibt, was eventuell schon mal zu einer Google-Bewertung führt. Also finde ich extrem cool. Jetzt haben wir schon lange gequatscht. Ich glaube, was noch danach kommt, dieses IPS, vielleicht machen wir das lieber in einer anderen Folge nochmal. Vielleicht schreibt gerne mal in die Kommentare oder uns per E-Mail oder Facebook, ob ihr da mehr drüber wissen wollt. Ich fand es mega, mega spannend. Vielen Dank, Dennis, hier für das gerne. Mega interessante Gespräch. Ich hoffe auch, dass das dir als Zuhörer einen gewissen Mehrwert geboten hat und du da ein bisschen was von deinem Business mitnehmen kannst. Also hätte ich ein Fotostudio, könnte ich auf jeden Fall was mitnehmen. damit du keine Folge mehr verpasst, abonnier uns gerne, schreib uns gerne auf Instagram, Facebook, per E-Mail oder sonst wo, Themen, Anregungen, sonst was. Und auch, ob dir das IPS-Thema irgendwie interessiert. Und ich würde sagen, von mir aus, noch einen schönen Tag, Dennis. Danke, dass du hier warst. Gerne, gerne. Schön, dass ich da sein durfte. Ciao. Ciao, ciao.